Jahrzehnte nach Freddy Kruegers schaurigem Debüt als eines der berüchtigsten Horrormonster schreibt Robert Englund seine Zeit immer noch die Rolle der Figur zu, die seine Karriere zu neuen Höhen geführt hat. Die Übernahme der Rolle des Freddy Krueger hat jedoch auch das Leben des Schauspielers völlig verändert. Robert Englund ist nie mit der Absicht aufgebrochen, ein Monster wie Freddy Krueger zu spielen. Tatsächlich war sein frühestes Schaffen das Theater und von dort aus spielte er oft in Nebenrollen. Er spielte außerdem einige unappetitliche Figuren in Filmen wie Blutrausch und trat in umstrittenen Filmen wie Tod und Begraben auf. Aber Freddy zu spielen war eine völlig neue Erfahrung. Englund erzählte Hollywood Chicago: Als Südstaatler war ich in Hollywood schon früh typisiert worden. Dann waren es die Rollen des besten Freundes und des Handlangers. Obwohl die Rolle des Freddy einen großen Fortschritt gegenüber seinen früheren Rollen darstellte, erklärte Englund, dass der Grund, warum er die Rolle bekam, einfach die Typisierung war. Er hatte Erfahrung in der Arbeit im Horrorgenre und diesmal durfte er lediglich den Hauptschurken anstatt einer Nebenfigur spielen. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Aber Englund nimmt es den Leuten nicht übel, dass er typisiert wurde. Wie er erklärte: Ich habe mir nicht ausgesucht, in Horrorfilmen mitzuspielen. Ich gehe einfach gern dorthin, wo ich gebraucht werde. Einer der Vorteile, ein Kultmonster wie Freddy Krueger zu spielen: Englund ist vielleicht kein Oscar-Preisträger und verdient nicht die höchsten Gehälter in Hollywood. Doch obwohl er Anfang 70 ist, fehlt es ihm nie an Arbeit. Und er hat viel Freiheit, die Projekte zu wählen, die er will. Englund räumt ein, dass er, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, Freddy zu spielen, heute wahrscheinlich nicht den gleichen Erfolg hätte. Seit er 1974 eine Nebenrolle in dem Film Buster liebt Billy bekam, arbeitet er regelmäßig in Hollywood. Doch nachdem er Freddy gespielt hatte, kamen die Angebote wie Pilze aus dem Boden geschossen. In der Folge spielte er in Filmen wie Das Phantom der Oper und Behind the Mask, in Fernsehshows wie Bones und Supernatural und im Jahr 2020 moderierte er eine Show auf dem Travel Channel mit dem Titel True Terror. Die Rolle eröffnete dem Schauspieler buchstäblich eine ganz neue Welt. Er erzählte Looper: Ich begann im Ausland zu arbeiten. Ich habe etwa ein Dutzend Filme in Europa gedreht, in Afrika und in Russland. Ich habe Filme in Südamerika, Mexiko und viele Filme in Kanada gedreht. Und das ist das größte Geschenk, das mir durch den Erfolg des Franchise-Unternehmens Nightmare on Elm Street gemacht wurde. Englund nimmt darüber hinaus an Kongressen auf der ganzen Welt teil. Er erzählte Den of Geek: Ich glaube nicht, dass ich diese Langlebigkeit ohne das Genre hätte. Ich kann nicht glauben, dass ich immer noch hier bin. Es verändert und wächst ständig. Und ich fühle mich jetzt wie mit einem Tempomat. Ich kann gehen, wohin ich will. Robert Englund war jahrelang als Schauspieler tätig gewesen, bevor er Freddy spielte. Aber nachdem Nightmare herauskam, schien sich sein Leben über Nacht verändert zu haben. And there's always fans around now. I mean, the crew are bringing their kids in and stuff. So I'm kind of on a little bit. Plötzlich kannte das Publikum auf der ganzen Welt seinen Namen und der Film hatte eine enorme kulturelle Auswirkung. England erzählte Hollywood Chicago: Das Freddy-Phänomen war international. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich erkannte, dass es das Beste ist, sich hinzugeben und es zu genießen, denn man kann es nicht bekämpfen. Zum ersten Mal erlebte er, wie es wirklich war, ein internationaler Star zu sein und nicht nur ein Schauspieler mit ein paar Filmen und Fernsehsendungen im Gepäck. Es war eine ganz neue Ebene des Ruhms, aber er nahm die Veränderungen einfach an und ließ sich davon nicht überwältigen. Tatsächlich genießt England die Aufmerksamkeit, besonders wenn es darum geht, seinen Namen in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt erscheinen zu sehen. Das sagte er Looper: Ich mag ausländische Plakate sehr gerne, besonders die, auf denen mein Name auf Russisch oder Chinesisch geschrieben ist. Ich finde das cool und einige von ihnen sind einfach fantastisch. Da ist eines aus Thailand von Nightmare 3, Freddy Krueger lebt, mit einer Freddy-Schlange. Es ist ein eigenartiges, gruseliges Poster. Aber es ist ein Bild von mir, wie ich eine Oscar-gekrönte Schauspielerin verschlucke. Also musste ich es haben. Robert Englund wusste immer, dass das, was er für den Rest seines Lebens machen wollte, Theater war. Nachdem er eine professionelle Schauspielschule besucht und am regionalen Theater gearbeitet hatte, begann er, Möglichkeiten beim Film zu bekommen. Aber er schätzte dennoch das, was er als Schauspieler in Theaterstücken gelernt hatte. Und als er die Rolle des Freddy bekam, konnte er diese Fähigkeiten endlich wieder sinnvoll einsetzen. Es gab so viel, was er über Freddys Figur durch Körpersprache ausdrücken konnte. Und seine Theaterfähigkeiten haben ihm dabei geholfen. Er erzählte Looper: Ich habe damals in meiner Theaterzeit gelernt, dass Schurken besser geschrieben sind. Sie sind komplexer. Es gibt mehr Schichten und es macht Spaß, sie zu spielen. Als ich endlich das ganze Make-up aufgetragen und die Stimme und die Bewegungen gefunden hatte, wurde mir klar, dass ich mir keine Gedanken darüber machen musste, wie Robert Englund aussah. It's traveling time.
Angst scheint eine internationale Sprache zu sein. Wie gut sich die Erzählungen in Filmen wie Nightmare kultübergreifend übersetzen lassen, wurde England klar, als er die weltweite Resonanz auf den Film sah. Es gibt gewisse Urschrecken, die uns alle betreffen, ganz gleich, woher wir kommen. Und Nightmare spielte mit diesen Emotionen. Der Gedanke, dass man im Schlaf angegriffen wird, wenn man am verletzlichsten und am schutzlosesten ist, ist eine uralte Angst, mit der wir seit den Zeiten der Höhlenmenschen leben. England verriet Movie Hole, diese Filme sind so gut angekommen, man brauchte keine Untertitel, denn sie sind nicht so kulturspezifisch. Jeder von ihnen hat diesen großen urtümlichen Grundgedanken, der Albtraum der schlechte Traum ist, sodass die Menschen mit diesen Filmen identifizieren können. Nach dem Erfolg von Nightmare nahm England mehr Angebote an, bei im Ausland gedrehten Filmen mitzuarbeiten, wo er seine Liebe zum Reisen und zur Geschichte frönen konnte. Der Schauspieler hat an Filmen mitgearbeitet, die überall von Italien bis Israel gedreht wurden, und er war immer sehr dankbar, dass die Rolle des Freddy ihm diese Türen öffnete. Tatsächlich sagte er, dass er heute oft lieber im Ausland arbeitet. Das sagte er der IGN. Ich wäre nie in der Lage gewesen, in die Höhlen von Dordogne hinabzusteigen und die Originalgraffiti der Neandertaler zu sehen. Ich wäre nie an den Plattensee in der Tschechoslowakei eingeladen worden. Ich hätte niemals 6 Wochen damit verbracht, mein Make-up in demselben Raum aufzutragen, in dem Rasputin erschossen wurde. Das sind alles Dinge, die geschehen sind, weil ich schlicht und einfach Freddy Krueger bin. Obwohl England sicherlich am besten für seine Arbeit in Horrorfilmen bekannt ist, liebt er auch Komödien. Leider bedeutete die Tatsache, dass sein Name und sein Gesicht in den 80er Jahren und 90er Jahren so stark mit Freddy Krueger in Verbindung gebracht wurden, dass Komödienregisseure nicht gerade an seine Tür geklopft und ihn um eine Zusammenarbeit gebeten haben. Das Publikum kannte ihn als Bösewicht, nicht als Komiker. Und England weiß, dass er deswegen einige Rollen verpasst hat. I'm sorry, I kept scaring you, but I work on commission. And worth every penny. Aber am Ende des Tages hat er akzeptiert, dass es nur zu seinem Besten war. England gab bei IGN zu, ich glaube Mitte der 80er Jahre gab es ein paar Auftritte in der Komödie, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur, die ich verloren habe, weil ich so sehr mit Freddy Krueger verbunden war. Ich wünschte, das wäre nicht passiert. Er bedauert jedoch nicht, dass er aufgrund dieser Entscheidung seine Arbeit im Horrorgenre fortgesetzt und einige komödiantische Rollen geopfert hat. Schließlich kann kein Schauspieler wirklich alles schaffen, und auf lange Sicht haben sich seine Karriereentscheidungen eindeutig zu seinen Gunsten ausgewirkt. Wenn ihr jemals nach dem Schauen von Nightmare wachgelegen habt und Angst hattet, die Augen zu schließen, weil Freddy Krueger in euren Träumen auftauchen könnte, seid ihr in guter Gesellschaft. Nightmare hat im Laufe der Jahre zu vielen schlaflosen Nächten beim Publikum geführt und auch bei einigen wenigen Schauspielern. Tatsächlich gibt England selbst zu, dass er Albträume hatte, in denen er Freddy ist. Wait a second. Let me get this straight. You're having nightmares about Freddy? As in me. Während der nächtlichen Dreharbeiten für den Originalfilm trug England stundenlang das schwere Make-up, das Freddys erschreckenden Anblick erzeugte. Er gewöhnte sich daran, sich selbst monströs aussehen zu sehen. Aber hin und wieder erhaschte er am Ende eines langen Tages einen Blick auf sich selbst in einem Spiegel und fühlte sich durch sein eigenes Spiegelbild desorientiert und verwirrt. Und dieses Gefühl verfolgt ihn seit Jahren. England erzählte This Bird's Day, gelegentlich habe ich tatsächlich einen Albtraum. Ich träume davon, wie ich mich aufsetze und in den Spiegel schaue. Und es bin nicht ich, sondern Freddy im Spiegel. Also ja, so weiß man, dass ein Slasher-Bösewicht wirklich furchterregend ist, wenn der Typ hinter der Maske böse Träume hat. An diesem Punkt könnte man Robert England durchaus als einen Experten für Horrorfilme im Allgemeinen betrachten. Das Genre befindet sich zweifellos inmitten eines modernen Wiederauflebens. Und England sagt, dass er nach so vielen Jahren, in denen er gruselige Figuren gespielt hat, ein Auge dafür entwickelt hat, welche Filme erfolgreich sein und welche floppen werden. Welche Eigenschaften können also einen Horrorfilm ausmachen oder zerstören? Laut England hängt alles davon ab, ob der Film etwas wirklich Einzigartiges bietet oder nicht. Das sagte er FlavorWire. Wenn etwas gut oder originell ist, es schließlich entdeckt. Es kann eine Weile dauern, aber es wird an die Oberfläche kommen. Und wie nicht anders zu erwarten, ist England froh, dass der Horror endlich die Anerkennung und den Respekt erhält, die das Genre seiner Meinung nach schon immer verdient hat. In den 1980er Jahren verteidigte er Horrorfilme oft wegen ihres künstlerischen Verdienstes, weil sie nicht so ernst genommen wurden. Und inzwischen ist das Genre in eine ganz neue Ära eingetreten. Eine der besten Seiten an der Rolle von Freddy ist für England die Tatsache, dass die jüngere Generation die Nightmare-Filme immer noch liebt. Obwohl es Jahrzehnte her ist, dass der ursprüngliche Film veröffentlicht wurde, erschreckt Freddy auch heute noch neue Zuschauer. Dad, you gotta see this movie. It's totally terrifying. That's because it's based on a true story. Wait, what? Freddy's coming for you. You can sleep when you're dead. England erkennt den technologischen Fortschritt seit dem ersten Film mit seiner lang anhaltenden Anziehungskraft an, obwohl die Fortsetzung des Franchise sicherlich auch nicht geschadet hat.
Da in den Jahren seit dem Original mehrere Nightmare-Filme herauskamen, darunter das Freitag der 13. Crossover, Freddy vs. Jason, hatten die Fans eine ganze Menge neues Material, auf das sie sich freuen konnten. England erzählte Nerd Bastards, Nightmare wurde zur gleichen Zeit erwachsen wie MTV, die frühe Kabel- und dann VHS-Generation und die DVD-Generation und dann Blu-ray und Netflix. Ich stehe also wahrscheinlich schon bei der dritten Generation von Fans. Der Schauspieler sagte, dass die digital neu gemasterten Versionen der Filme eine deutliche Qualitätsverbesserung darstellten. Er fügte hinzu, die Filme sehen jetzt besser aus als damals, als sie herauskamen. Ich sehe darin also einen großen Vorteil. You forgot where you came from, kid. But I know where you're going. England sprach mit Looper darüber, was er über die Jahre gelernt hat, was die Figur für die Fans bedeutet, und sagte, ich habe tausende von Fans getroffen, deren Erinnerung an Nightmare nicht als ein schrecklicher, gewalttätiger Film ist. Sie haben großartige, liebevolle Erinnerungen daran, ihn mit ihren Müttern und Vätern und ihren Brüdern und Schwestern gesehen zu haben. Sie haben diese Erinnerungen an ein Familienerlebnis. Kann Robert England sich jemals wirklich von Freddy Krueger verabschieden? Im Moment ist seine Antwort ein klares Vielleicht. Im Jahr 2018 erschien England in der Halloween-Folge der Sitcom Die Goldbergs als Freddy. Es war das erste Mal seit seinem Auftritt in Freddy vs. Jason im Jahr 2003. Aber was die Rückkehr zu der Rolle für einen weiteren Film in der Zukunft betrifft, ist er sich nicht sicher, ob er sich darauf festlegen kann. I'm gonna need a new actor to play Freddy because we're gonna have to do 8 of them, you know. Maybe it's Freddy's son. I might have one left in me, but. Zu diesem Zeitpunkt wäre es ziemlich unrealistisch, zu erwarten, dass England sich für die Rolle von Freddy in 8 weiteren Filmen verpflichten würde. Der Schauspieler Jackie Earle Haley hat die Rolle für einen Film in einem Reboot von 2010 übernommen. Aber da dies die Rolle ist, die England mehr als jede andere bedeutet, stehen die Chancen gut, dass wir ihn auf der Leinwand und in unseren Albträumen noch einmal als Freddy sehen werden. Hier geht zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsstars. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.